Als eine junge Frau aus England in der spanischen Region Kantabrien Urlaub machte, dachte sie, sie würde eine ruhige und erholsame Zeit verbringen. Unglücklicherweise geriet sie bei der Überquerung eines Flusses in Schwierigkeiten und wäre fast ertrunken. Sie schrie um Hilfe, aber niemand konnte sie hören. Dann geschah etwas, das dir die Sprache verschlagen wird. Wilde Tiere und Menschen leben seit Millionen von Jahren zusammen. Wenn ein Mensch den Weg eines wilden Tieres kreuzte, konnte das katastrophale Folgen haben. Aber die meiste Zeit hielten beide ihre Distanz und schafften es in relativem Frieden nebeneinander zu leben. Und obwohl bestimmte Tierarten immer noch unglaublich gefährlich für den Menschen sind, sind wir auf den Plan getreten, sie zu schützen und zu bewahren. In der Tat gab es einige Fälle, in denen arme Tiere in Not gezwungen waren, sich an den Menschen zu wenden, um Hilfe und Unterstützung zu bitten. Aber was wäre, wenn wir die umgekehrte Situation hätten und wir Menschen die Tiere um Hilfe bitten würden? Würden sie unsere Freundlichkeit erwidern? Oder würden ihre wilden Instinkte einsetzen und alles noch schlimmer machen? Genau mit diesem Problem sah sich eine Frau namens Maria Carmen konfrontiert, als sie im Urlaub in Kantabrien in Spanien war. Maria hatte gerade ihr Studium beendet und legte ein Jahr Pause ein, bevor sie richtig ins Berufsleben startete. Sie wollte noch so vieles von der Welt sehen, bevor sie mit ihrem Job und einer zukünftigen Familie im Alltag eingebunden war. Deshalb reiste sie ein Jahr lang rund um die Welt und landete schließlich in Kantabrien in Spanien. Während andere Menschen in ihrem Alter vermutlich lieber am Strand lagen und sich von der Sonne bescheinen ließen, bevorzugte Maria eine andere Art von Urlaub. Sie war eine echte Abenteurerin und bevorzugte es, in der Natur unterwegs zu sein und etwas zu erleben. Sie wollte schon immer diese wunderschöne Gegend besuchen und träumte davon, in den üppigen grünen Wäldern zu campen, an den schönen goldenen Stränden entlang zu schlendern und in den klaren blauen Flüssen und Meeren zu schwimmen. Sie hoffte auch, einiges aus der Tierwelt zu sehen, da sie sehr tierbegeistert war. Eines Tages machte sich Maria auf den Weg tief in den Wald hinein. Sie wanderte einige Kilometer, bis sie schließlich ihr Lager aufschlug. Sie wollte die Nacht im Wald verbringen und die Natur bis auf die Haut spüren. Wie sehr sie letztendlich die Natur spüren sollte, konnte sie sich zu diesem Zeitpunkt nicht einmal vorstellen. Maria entfachte mit Hilfe eines Feuersteins ein Lagerfeuer und aß einige Happen von ihrer Brotzeit. Danach legte sie sich schlafen, nichts ahnend, was sie am nächsten Tag Unglaubliches erleben würde. Am darauffolgenden Tag beschloss Maria, einen Spaziergang zu machen und das Waldgebiet zu erkunden. Vielleicht fand sie etwas Essbares wie frische Beeren oder Pilze, die sie in ihrem kleinen Topf zubereiten konnte. Außerdem hoffte sie auf ihrem Weg auf ein paar Gämse zu stoßen. Eine Tierart, das in dieser Gegend heimisch ist, sie aber vorher im wirklichen Leben noch nie gesehen hatte. Maria ging einige hundert Meter und genoss die frische Waldluft. Sie konnte nicht wissen, dass die Gefahr gleich um die Ecke lauerte und sich ihr Traumausflug schon bald zu einem schrecklichen Albtraum wandeln sollte. Zunächst verlief alles, wie es sich die junge Frau vorgestellt hatte. Zwar traf sie keine Gämse, aber dafür fand sie einen Strauch voller leckerer Himbeeren. Sie pflückte sich ein paar und setzte anschließend ihren Weg fort. Nach einer Weile kam sie schließlich an einen Fluss, der mitten durch den Wald floss. Er war ziemlich groß und sah sehr tief aus. Maria wollte noch nicht umkehren und unbedingt an das andere Ende des Flusses gelangen. Denn in der Ferne erkannte sie eine Ansammlung von Pilzen, die sie unbedingt erreichen wollte. Sie konnte zwar nicht erkennen, um welche Art es sich handeln würde, aber sie war zuversichtlich, dass es essbare waren. Zum Glück gab es Felsen, die man als Trittsteine benutzen konnte, um auf die andere Seite zu gelangen. Zwar waren diese sehr glitschig, aber die Frau war positiv gestimmt, dass sie es schaffen würde. Sie machte einen Sprung vom Ufer aus auf den ersten Felsen. Dann noch einen und sie erreichte den nächsten Stein. Aber bei ihrem dritten Sprung ging etwas schief. Als ihr Fuß auf dem Felsen landete, rutschte sie auf feuchtem Moos aus und fiel ins Wasser. Obwohl es ein warmer und sonniger Frühlingstag war, war das Wasser überraschend kalt. Es war so kalt, dass es Maria den Atem raubte, als sie an die Oberfläche kam. Ihr Körper verkrampfte sich und sie war für einige Zeit nicht in der Lage, sich zu bewegen. Das Wasser füllte ihre Lunge. Spätestens jetzt war der jungen Frau klar, dass sie sich in einer ernsten und lebensbedrohlichen Lage befand. In Panik versuchte sie, sich an einem Felsen festzuhalten, in der Hoffnung, sich herausziehen zu können. Aber die Strömung war zu stark und die Felsen zu glitschig und sie trieb flussabwärts. Maria kämpfte damit, ihren Kopf über dem Wasser zu halten. Sie schaffte es aber kaum, da sie durch die Kälte ihre Arme und Beine kaum mehr spürte. Sie strampelte so gut es ging und schrie um Hilfe, wann immer sie zu Atem kam. Aber so weit draußen alleine in der Wildnis hörte sie niemand. Es war weit und breit niemand in der Nähe und sie war auf sich allein gestellt. So sehr sie genau diese Ferne von jeglicher Zivilisation vor wenigen Minuten noch genoss, so wurde ihr diese Tatsache nun zum Verhängnis. Maria wurde schneller, als sie den Fluss unter Wasser entlang floss. Die Felsen zerrten an ihrer Kleidung und schnitten in ihre Haut. Schützend umgab sie ihren Kopf mit ihren Armen, um nirgendwo aufzuschlagen.
Sie dachte, sie könnte vielleicht zum Ufer schwimmen und nahe genug herankommen, um stehen zu können, aber ihre Arme und Beine kooperierten nicht und machten nicht das, was sie wollte. Maria sah ihr Leben vor ihren Augen vorbeiziehen, als ihr Kopf immer wieder unter Wasser gedrückt wurde. Sie glaubte, dass sie dort draußen sterben und ihr Körper irgendwann ins Meer hinausgespült werden würde, wenn der Fluss in den Ozean mündete. Aber dann geschah etwas, das sie niemals erwartet hätte. Plötzlich tauchte ein riesiger Bär am Flussufer auf. Er erblickte den kämpfenden Menschen im Wasser. Das versetzte Maria nur noch mehr in Panik. Normalerweise hätte sie den Bären angebrüllt, um ihn zu erschrecken und dazu zu bringen, zurück in den Wald zu fliehen. Die Frau wusste, dass es in dieser Gegend frei lebende Bären gab und sie war sich dieser Gefahr beim Antritt ihrer Reise bewusst. Deshalb erkundigte sie sich im Vorfeld, wie man sich bei einer Begegnung mit solch einem Koloss verhalten sollte. So wusste sie, dass sie nicht auf einen Baum klettern oder wegrennen sollte. Stattdessen sollte man sich flach auf den Boden legen und sich so ruhig wie möglich verhalten. Aber all diese Tipps halfen Maria in diesem Moment nicht. Ihr fehlte die Kraft und so konnte sie nur hoffen, dass er von selbst wieder verschwinden würde. Doch das passierte nicht. Der Bär hatte vermutlich Marias verzweifelten Schrei gehört und war gekommen, um nachzuforschen. Er stand einige Zeit nur da und sah zu, bevor er ins Wasser wartete und anschließend auf die ertrinkende Frau zuschwamm. Panik breitete sich in der Frau aus. Doch sie war zu erschöpft, als dass sie wegschwimmen oder sich gar wehren konnte. Maria spürte den Bären neben sich, der ihren Körper packte und sie zog. Daraufhin wurde die Frau völlig ohnmächtig. Welch Unglaubliches sich in der Zwischenzeit abspielte, bekam sie nicht mit. Als sie wieder zu sich kam, lag sie am Ufer des Flusses. Sie war bis auf die Knochen durchnässt und völlig durchgefroren. Maria hustete heftig und es kam viel Wasser heraus. Da erblickte sie den Bären, der nur wenige Meter von ihr entfernt saß und sie neugierig ansah, als ob er sich vergewissern wollte, dass es den Menschen gut ging. Im ersten Moment bekam Maria wieder Angst. Sie wollte am liebsten losschreien und davon rennen. Dann wurde ihr plötzlich klar, dass der Bär nicht da war, um ihr weh zu tun. Im Gegenteil, er hatte ihr sogar das Leben gerettet. Nachdem der Bär sah, dass es Maria gut ging, drehte er sich um und ging zurück in den Wald. Maria schaute ihm noch lange nach, ehe sie sich aufraffte und zurück zu ihrem Lager ging. Sie hatte zwar keine Gämse gesehen und auch keine Pilze gefunden. Doch sie hatte etwas erlebt, das so viel mehr wert war. Lass mir gerne einen Daumen nach oben da und abonniere kostenlos den Kanal. Genauso unglaublich ist die Geschichte von einem Bären, der die Hilfeschreie eines Mannes im Wald hörte. Was der Bär dann tat, wird dich erstaunen.